Servus Kameraden, wir kommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule. Wir haben eine neues Wunschkonzert gefahren zusammen mit Nexus Nemesis im Nexus Nemesis 96 im WZ111 5A. Der Nexus Nemesis ohne Clan unterwegs, aber mit dem geilen Panzer. Sieht auch richtig cool aus, die Lackierung mit dem Drachen oben drauf, mega geil. Mega geil. Drache drauf heißt auch, das ist ein Chinese oder wie manche sagen, ein Chinese. Obwohl das charmant heißt und nicht charmant, aber ist egal. Stufe 10er in einem 10er-Gefecht mit 9,8 Unterstützung. Wir sind auf Malinowka gelandet, haben drauf eine 130 mm Kanone, 250 mm Durchschlag bei 490 Alpha-Schaden auf Premium-Munition, 340 mm Durchschlag. In dem Fall ist das Heat und auf HE 56 Durchschlag, 640 Alpha-Schaden. Ja. Typische erste Reaktion, wenn wir das Fahrzeug sehen. Wir fahren hoch auf den Hügel und genau das macht er auch. Im Gegnerteam und auch im eigenen Team befinden sich 1, 2 Scouts. Einmal ein EBR 105 auf eigener Seite und ein T100 LT auf Gegnerseite. Und dann ein Elk EW 90 auf Gegnerseite und eine Badger 12 Tonnen. Also ich würde sagen, dass der, allein was die, nur was die Aufklärung angeht, würde ich sagen, liegt der Vorteil beim Gegner, weil der T100 LT ein bisschen besser, was die Sichtweite angeht, ist, aber es wird halt aktiver aufgeklärt vom Gegner her, von uns her. Denn wir haben EBR 105, der hat auch ein bisschen die bessere Kanone. Unter anderem 105 mm Durchschlag auf HE. Also wenn da ein Aufklärer einen Aufklärer jagt, dann wird es gemein. Aber der EBR 105, wir sehen uns das Ganze ganz einfach mal von vorn an, bevor wir hier irgendetwas machen. Wir sind eine Minute im Gefecht, ein bisschen mehr als eine Minute im Gefecht. Die Badgett steht hinten, der EBR 105 steht hinten. Wir wissen, dass der Elk EW90 sich hier vorne hin platziert hat. Die typische Position, das ist so ein kleiner Busch, wo man sich gerne hinstellen kann. Der passt auch super dahinter, der geht da nicht auf, es sei denn, er schießt. Und kann alles, was hier rüberfährt, irgendwie beschießen. Hatte davon irgendwas jemand in Gebrauch gemacht. Wir haben hier 1636 HP von 2100. Und ansonsten hat keiner großartig eine aufs Brett bekommen. Derweil mal. Also EBR 105 ist kein Passiv-Scout. Der hat nicht umsonst Räder. Die drehen sich viel schneller als eine verfickte Kette. Deswegen ist er normalerweise auch mobil einzusetzen, Leute. Tut euch doch selber den Gefallen. Hier setzt gerade ein Leopard 1 sein Panzer nicht als Sniper ein, sondern eher in der ersten Reihe vorne, ebenfalls eine Sache, die ich nicht verstehe. Der Turm ist extrem weich, Wanne ist extrem weich. Und der Gegner schickt seinen Scharfhuter hier zu weit nach vorne. Gib ihm, jawohl, 485 Schaden am Scharfhuter. Der ist auf weniger als die Hälfte runtergeschossen. Da oben kommt ein T110 E5, der hat ja oben am Hügel natürlich eine ganze Menge zu suchen, denn der ist hier hervorragend geeignet. Hat allerdings oben einen kleinen Weak Spot drauf. Ist immer die Frage, ob wir mit einer chinesischen oder russischen Kanone den treffen können. Badger 12 Tonnen hat sich bereits verabschiedet. Versucht da, hat da hinten versucht, über das kleine Feld drüber zu fahren. Das bringt natürlich nichts, wenn nicht mal die Hälfte der Fahrzeuge offen hat. Kann das nur schief gehen. Jawohl, getroffen, sehr schön. Also, Weak Spot ist so ziemlich das Schlimmste an dem Panzer da. Deswegen wird er nicht so gern gefahren. Er hat eigentlich eine geile Kanone. Er hat auch ja, die Möglichkeit, genügend DPM anzubringen. Hat zwar nur 400 Alpha-Schaden, aber eine gute Nachladezeit. Aber unterm Strich ist der Weak Spot leider ein Problem. Deswegen kann man den Mühlkampf recht einfach besiegen, solange die Distanz nicht so hoch ist. So. Dann gehen wir mal den 50 TP Brot. 488. Aktuell schießt man mit Premium-Munition und haben 2034 Schaden bereits verabreicht. Hier auch wieder muss ich dazu sagen, das Problem, wir haben bei uns ein Objekt 260 und im Gegnerteam im Grunde keinen Reward-Panzer, also keinen Belohnungspanzer. Finde ich ein bisschen schwach, dass man das nicht ein bisschen besser verteilen kann. Also Objekt 260 ist für mich schon ein Belohnungspanzer, für den man eine relativ ordentliche Leistung zeigen muss und der dementsprechend auch als Belohnungspanzer angesehen wird. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, Wargaming natürlich müsst ihr nicht auf mich hören,
Ist ja klar. Aber Reward-Panzer immer, oder Belohnungspanzer immer gegen Belohnungspanzer zu matchen. Mindestens 1 gegen 1. Besser wäre noch 2 gegen 2. Dass sie sich wirklich gegenüberstehen. Teilweise haben wir ein Objekt 279 und den Chieftain angetreten gegen 8er. Was massiv unfair ist. Beim 260er mag es vielleicht noch gehen, aber selbst das 260er ist extrem starker Panzer und du musst wirklich schon ein bisschen mehr den Arsch aufreißen. Als zum Beispiel für den Stug, die es ja relativ schnell gibt. Nee, da gibt's nichts. Er versucht auf unserem Weakspot zu zielen. Und der ist ja auf jeden Fall die Kommandantenluke. Wir müssen das mal ganz kurz von vorn einmal kurz beäugen. Da wurde auch schon ordentlich drauf geschossen, allerdings aktuell noch nicht durchschlagen. Der einzige Schaden, den wir bekommen haben, der war von der Artillerie und der dürfte irgendwo seitlich gewesen sein. Da fehlt auf jeden Fall schon mal so eine Platte. Ja, die hat uns weggeballert. Aber ansonsten haben wir hier zwei Weakspots, einmal Kommandanten und einmal Richtschützenluke. Das ist hier. Ich glaube, das müsste der Richtschütze sein und das hier der Kommandant. Und an der Flak müsste, glaube ich, der Kommandant sein, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie sowas. Diese Kästen hier zum Beispiel hier vorne, die finde ich überflüssig. Die sehen total kacke aus. Keine Ahnung, warum es immer so übertrieben werden muss. 1-3, der Gegner kann hier auf jeden Fall ordentlich auftrumpfen. Am Ende hat er auch ein Objekt 260 keine Chance, sich mit dem Panzer da anzulegen. Gunnebrechen haben wir nicht. Deswegen kriegen wir da die Kanone nicht auf den E5 runter. Und auch nicht auf den 53 TP oder sonst irgendwas. Wir müssen ja leider warten, bis irgendjemand zu uns kommt. Oder wir zielen hier unten einmal ab. Gibt dann noch genügend Panzer hier. Voll. Prämunition schlägt eben auch einen 50 TP B25 im 50 TP Brot. Wurde da gerade eben rausgeknipst. Und wir wechseln einmal nach hier unten. Vielleicht können wir es ein bisschen besser machen als das Objekt 260. Hallo, Weakspot. 437, Stritzwagen 390, Alpha-Schaden bleibt bei uns hängen, hat schon mit Premium geschossen, über 300 Durchschlag. Aber reicht nicht aus. Hat auf Standardmunition schon 288, aber der Turm ist halt sehr bissig, da kommt nicht jeder durch. Die wenigsten eigentlich. So, ziehen wir uns hier ein bisschen zurück, bevor wir da umfahren werden. Oder decken wir die Umfahrung? Das ist die große Frage. Wir decken die Umfahrung. Tatsächlich. Wir müssten sofort runterfahren. Bäm. 53 TP kriegt von uns 280 Schaden. Wir haben von der Artillerie aktuell nur einen Einschlag bekommen. Das ist ein bisschen wenig. Ich habe eigentlich gedacht, dass da mehr kommt. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Der will sterben. Toter sterben. E5 ist raus. Kill Nummer 3. 3.798 Schaden. Bisher wirklich hervorragend gefahren. Auch 2.060 Schaden geblockt. Also auch wirklich die Panzerung hervorragend eingesetzt. Der kann wirklich mit allen dreien recht vernünftig aufwarten. Zumindest was den Turm angeht. Bam. Hat eine recht vernünftige Panzerung am Turm. Und auch sonst eine gute Mobilität für einen schweren Panzer auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall anbieten. Da haben wir eine IS-4. Da kommen wir nicht ganz so einfach durch, wenn die einmal angewinkelt ist. Das ist so richtiges schweres Schwermetall. Ja, nee. Da oben Delta-Panzer. Oder untere Wanne geht natürlich auch. Dafür reicht die Gunnebrechen natürlich dann aus. 4.269 Schaden bisher. Artillerie kein Interesse mehr an uns. Am Turm seitlich, das ist nicht ganz so einfach zu durchschlagen. Aber hat funktioniert. Wegkommt. Da ist die Arti, brav. Da nochmal durch mit Premium-Munition. Da hat es auch eine IS-4 ein bisschen schwer. Das wird schwer. Das wird schwer, ja. Das ist ein dicker Pelz. Kette brauchen wir nicht probieren. Jetzt steht sie. Da fährt sie wieder. Nee, nee. Nee, Seite, untere Wanne, musst du, es geht nicht anders. Riskiert da, dass die IS-4 zumindest uns nochmal trifft, hat sie aber nicht. Wir holen unseren fünften Kill. Bei 5506 Schaden und 2060 Schaden haben wir geblockt. 501 Schaden aufgeklärt. 7-8, das Spiel läuft trotzdem nicht unbedingt in unsere Richtung. Der EBR-105 hat zumindest gemerkt, dass er da ein paar Räder dabei hat und die eventuell einsetzen könnte. Deswegen bewegt er sich jetzt.
Es ist auch immer recht schön, wenn man bis zum Schluss einen Aufklärer mit dabei hat. Aber das müssen wir halt auch wirklich ausnutzen, das wäre wirklich schön. Aktuell hat der Gegner noch einen 8er Aufklärer. Sein T100 LT hat er verloren, normalerweise ein großer Vorteil für uns. Keine Ahnung, wie viel HP der EBA noch hat, aber normalerweise müsste das dann eher in unsere Richtung laufen, auch wenn wir hier einen Panzer zurückliegen. We can't push, wir können da nicht drücken, natürlich können wir da nicht drücken, ist klar. Wenn irgendwas sich da drin hier in diesem kleinen Wäldchen versammelt hat, dann ist Ende und aus. Skorpion G gibt uns eine mit UDES 1516. Waren wir ein bisschen zu weit offen. Artillerie kommt auch noch hinten dran. Boah, hätte nicht sein müssen. Nice, ja. Zwei Panzer. Ein Panzer ging sogar auf, der UDES, aber da kann keiner drauf schießen. Deswegen wechseln wir hier mal die Position. Und fahren zurück, so wie es aussieht. Die Emil 2 würde ich mitnehmen. Und auch den Defender da oben. Ja, ich würde mich auf jeden Fall zurückziehen. Das hat sonst keinen Sinn. Das ist wieder der große Vorteil, wenn man einen Panzer hat, der zwar als schwerer Panzer deklariert ist, aber trotzdem recht mobil, kannst du die Flanke einfach mal so wechseln. Gab es ein Video vor einer Woche oder so. Da war ich mit E50 unterwegs, genau auf derselben Karte, habe auch von hier oben die Position gewechselt. Hier oben von A8 runter, dahin, wo der EBR jetzt steht, und habe dann hinten durchgedrückt. Ja. Also wenn ein Panzer eine Mobilität anbietet, dann bitte nutzt die aus. Ach, schade. Haben halt eine recht lange Einziehzeit, ist eben trotzdem ein 130er Kaliber, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das tut natürlich... Jawoll! Klein ist der Teufel und treffen tun wir trotzdem. 5786 Schaden, 6. Kill, das heißt, wir haben den Krieger schon mal sicher. Und da ist natürlich noch ein bisschen Platz für etwas mehr. Artillerie kackt mal dem Kampfpanzer 50 Tonnen aufs Dach. Da können wir jetzt zum Beispiel wieder nach oben fahren und versuchen, den zu holen. Kill Nummer 7. Kampfpanzer 07RH verabschiedet sich ebenfalls. Also ein Kampfpanzer 07RH, kein 50 Tonner. Habe ich gerade nicht richtig hingeschaut. Sowas aber auch. Also 6066 Schaden. 2060 haben wir geblockt und 1049 aufgeklärt. Haben kurz angedeutet, dass wir da wieder zurückfahren, aber das machen wir nicht. Jetzt können wir theoretisch die oben die Umfahrung nutzen. Und vielleicht gibt der EBR sich ja Mühe und fährt ein bisschen hinten übers Feld. Ach, guck an. Geht's schon dahin. Progetto 46 haben wir da als Absicherung. Und da geht der SDA1 auf. Den geht er normalerweise im Zweikampf raus. Es sei denn, der SDA stellt sich da hinten ganz an den Rand. Dann hat es auch der EBR schwer. Artillerie vielleicht bereit. Letzter Schuss HE. Wir vermuten, dass wir auf den Skorpion G treffen und auch der andere TD, nämlich der Stritzwagen S1, ist mit HE recht einfach zu bekämpfen. Bräuchten sie nicht unbedingt, aber es macht auf jeden Fall Spaß, denn mit HE kann man Panzer natürlich viel häufiger anzünden. Und es ist natürlich ziemlich lustig. Noch dazu ist es ein bisschen günstiger. Wir machen ein bisschen mehr Schaden, wir kommen relativ sicher durch. Mit 65 Durchschlag durch den Skorpion G, das müsste eigentlich reichen. Reicht die Sichtweite lange nicht aus. Lange nicht. Das hat sich mit Sicherheit versteckt. Also entweder hier runterfahren und dann irgendwas riskieren. Das einzige Medium steht dann nicht mehr da. Oh, der EBR ist aktiv, hat auch schon 327 HP übrig. Das ist nicht besonders viel, aber es dürfte reichen. Da ist der... Okay, da war er. Skorpion geht. Vielleicht kriegen wir noch einen Kill zusammen. Radley Walters würde sich freuen. 303 HP hat der Aufklärer noch. Unser Aufklärer noch. Gegner ohne Licht unterwegs, damit quasi chancenlos. Die können sich nur darauf spezialisieren, sich ein bisschen einzuigeln und zu warten, dass irgendwie irgendjemand die große rettende Idee hat, aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist es das hier gewesen für einen Gegner. Wo ist das Tritzi?
Sie hat noch keinen Kill gemacht. Da ist die Wedget-Arty. Bam. 440 Schaden. Reichen natürlich aus, um uns den achten Kill zu holen. Da drüben ist der SDA1, so rum. Ebenfalls raus. Und da haben wir den Stritzwagen S1. Ja, Herrschaftszeiten. Geht's noch schlimmer? Ne, den holen wir uns nicht. Also 10. Kill wäre schon schön gewesen, aber im Großen und Ganzen war es auch so ein ziemlich geiles Gefecht. Hat sich da genau im richtigen Moment dazu entschieden, wieder zurückzufahren und den Durchbruch in der Mitte zu verhindern. Stark gemacht, auf jeden Fall. So, Auswertung. Eine Top Gun gibt es, ein High Caliber gibt es, eine Radley Walters Medaille für 8 oder 9 Kills. Leider sind es nur 9 Kills, obwohl wir den 10. da quasi auf den Kick hatten, aber dann haben sie uns nicht gegönnt. 32 Anleihen für ja, 3 von den Medaillen, ein bisschen Gedöns und natürlich das ist ein M. 1436 Basis XP reichen natürlich aus. Auch wenn wir Top-Tier waren und gegen 9er und 8er zu tun hatten, muss man trotzdem irgendwie das Spiel erstmal tragen und hoffen auch, dass der ein oder andere mitzieht. Vom Objekt 260 hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber es war am Anfang einfach zu aktiv und hat dann 3 Panzer gegen sich, deswegen ist es relativ schnell in Rauch aufgegangen. EBR 105, wo haben wir den? Wo ist er denn, EBR? Sehe ich den gerade nicht? Bin ich doof? Ja, ich bin doof, aber bin ich so doof? Das ist die Frage. Da haben wir ihn. 6,6 Kilometer ist okay. 3600 Schaden aufgeklärt ist okay. 2477 Schaden selber gemacht. Schwer zu sagen, wie er sich da am Anfang verhalten hat. Schwer zu sagen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn er ein bisschen aktiver gefahren wäre. Wäre es auf jeden Fall kürzer gewesen, das Spiel. Ist wieder die Frage, ob wir das gewonnen hätten oder verloren. 22 Schüsse abgefeuert, 20 haben getroffen, 17 haben durchschlagen. Wir haben recht viel Premium-Munition verballert, deswegen 32.000 Wiese gemacht und haben auch über 300 Schaden, über 300 Meter, 434 Schaden, also einen Schuss angebracht. Das ist okay. 4 Kilometer haben wir auf die Kette gebracht bei weniger als 13 Minuten. Also sehr starke Runde. Ich würde sagen, wir springen in Runde Nummer 2 mit weiblicher Beteiligung wahrscheinlich. Bis gleich. Da sind wir schon. Wir fahren mit Flag Fight Like a Girl vom Clan Skill im Brask. Das ist ja der stärkste 9er Panzer auf Stufe 8. Würde ganz gern mal genannt. Wir haben drauf eine 105mm Kanone mit 190mm Durchschlag bei 360 Alpha-Schaden. 2 Schuss Autoloader, 20 Sekunden ungefähr Nachladezeit, wenn man einen Clip nachladen möchte. 2 Schuss sind halt nur drin. Auf Premium-Version 240mm Durchschlag bei gleichem Schaden und auf HE hätten wir 53 Durchschlag, 440 Alpha-Schaden. Aber sowas nimmt die Fight-Like-A-Girl nicht mit. Interessiert sie nicht. Die ist ja nur mit Standard und Premium. Das ist quasi das, was sie braucht. Ja, das Mädel kann fahren. Ich habe einige Replays von der jungen Dame bei mir auf meinem Kanal. Ganz lieben Dank, dass du mir immer so fleißig einschickst. Du wirst es mit Sicherheit selber wissen. Ich kann dich bei Facebook nicht sehen. Das heißt, wenn du mir irgendwas schickst, dann schickst du das anonym, sozusagen. Okay, hier möchte jemand nicht. Doch, hier möchte jemand. Nee, besser zielen. HSLS kannst du doch besser. Ja, genau so. 353 Schaden. Aus dem ersten Clip nur die Hälfte rausgeholt. Ist okay. Ein bisschen Aufklärungsschaden holen wir mit. Könnte mich interessieren, was du hier an Sichtweite hast. Ich habe denselben nämlich auch. Ich habe eine Sichtweite von deutlich über 500 Meter. Ich habe ihn allerdings auch in Richtung Sichtweite gebaut. Das heißt, ich... Nee, da kommen wir nicht durch. Hab den direkt drauf ausgerichtet. Ganz kurzes Päuschen. Na, wir haben nach dem Gefecht mit 7 und 6 Unterstützung. Wir sind auf Bergpass. Haben im Gegnerteam einen Lanzen 10, Pantera und eine Su 101. Das sind so die Achter. Im eigenen Team Borask, Progetto 46 und ein Ferdinand. Das sind unsere Achter. Danach nur noch 6er und 7er. Der T29, der einzige Turm, den ich da jetzt auf ersten Anhieb so sehe, der einen Schuss von dir aushalten würde. Ansonsten geht bei jedem Schuss fast jeder durch. IS-2 vielleicht noch. Aber der Rest kann keinen deiner Schüsse wirklich blocken. Das heißt, ein riesengroßer Vorteil natürlich, wenn man mit dem Borask unterwegs ist, dass man den dann so einsetzt. Da ist er. Der ist auf jeden Fall da. Hier wieder. Nummer 1. Und Nummer 2 hinterher. 681 Schaden am AMX 1357. Das Ding ist ein kleiner Teufel.
hat einen 8 Schuss Autoloader, glaube ich, oder 10 Schuss Autoloader und macht zwar nur 90 Schaden, aber die macht er dann halt jede Sekunde. Und das ist ja schon mal ziemlich gemein. Wenn der dann mal irgendwann im Shop ist und ich gerade Geld auf dem Konto habe, hol ich mir den. Sonst natürlich nicht. So, da haben wir genau diesen besagten Turm, der so ziemlich allem widersteht, sogar mit Stufe 9 Kanonen, auf die er natürlich treffen kann. Aber der seitliche Turm natürlich nicht. Könnte man probieren. Daneben. Drüber. Schade. Und er macht uns gleich mal auf. Aber wir haben natürlich trotzdem genügend Unterstützungsschaden. Zwei Artis pro Seite sollten normalerweise reichen, um hier am Gegner ein bisschen einheizen zu können. So, 1034 Schaden verabreicht aktuell. Ist halt ein typischer Panzer, der aus der zweiten Reihe gespielt wird. Ist auch der einzige Panzer, der mir aus der zweiten Reihe wirklich Spaß macht. Das ist der einzige Grund, warum meine WN8 ein bisschen nach oben geht. Das ist dieser kleine Unhold da. Die Crew kann man trainieren für die Badgehead. Also für die Badgehead 25 Tonnen und für die Badgehead 25 Tonnen AP. Seitlich vom Turm. Na, direkt oben am Turm. Dreimal. Also T29 nicht umsonst einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste Heavy auf Stufe 7. Ist zwar auf einer Stufe mit dem Tiger, aber eben nicht auf einer Stufe mit dem Tiger. Der Turm vom T29 im Längen besser. Leider. So, Su-101 da hinten, Problem. Lanzen drückt durch oder T-34-85 dürfte der nächste sein. Der hat er versucht nach oben zu fahren. Ich glaube, da werden wir uns langsam umdrehen müssen. Oder wir finden jemanden, der die Su-100M1 da rausnehmen kann. Hinten die Medium- bzw. Heavy-Linie haben wir ebenfalls verloren. Nehme ich die da. P43. Und auch der Pantera holt sich da eine ab. Wir sind offen. Stehen hier aber recht sicher vor der Artillerie. Die muss schon ordentlich umdrehen, damit sie hier einen Schuss auf uns bekommt. Su-101 immer noch ein Problem. Stufe 8 TD. Gibt es echt welche, die versuchen, den frontal zu bekämpfen? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann nur schief gehen. Also sind ein bisschen eingekesselt. Der Gegner hat hier eindeutig die Map-Hoheit. Wir haben extrem viel Land verloren, haben auch nicht die Möglichkeit, unser Fahrzeug hier zu entwickeln. Also normalerweise hier wieder Feuerkraft und Beweglichkeit. Gerade Feuerkraft. Und noch viel mehr für Beweglichkeit bei dem Fahrzeug, das A und O. Aber wir können leider nur eins davon wirklich anbringen und das ist die Feuerkraft. Ferdinand da wurde ordentlich beschossen, unter anderem von der Artillerie, zieht sich hier schon wieder zurück. Da haben wir einen schweren Panzer. Eine IS-2. Kriegt den nächste eingeschenkt. Artillerie kackt auch nochmal oben drauf und da ist ein Ende. Zwei Arti-Treffer sind dann doch zu viel. Hallo IS-2. Verdammt. Da kriegen wir nochmal Schaden. Allerdings nur auf die Kette. 5:8. Das läuft nicht so richtig, ja? Fighter Eagles versucht hier schon so viel wie möglich anzubringen. Aber es reicht eben nicht. Artillerie ist sofort bereit. Schießt oben drauf. Skorpion gibt uns 243. Wir haben nachgeladen. Skorpion? Nee. Da nochmal Schaden. 326 an der IS-2. Und wir laden den nächsten Pip nach. Su-101 immer noch am Leben. Wie viel AP hat die noch? Über 500? Nein, 182. Es wird bereits ein bisschen runtergeschossen. Aber wir können aktuell nichts Effektives tun. Kommende B da unten gegen Lanzen C. Da wird eine ziemlich eindeutige Angelegenheit sein. Ja. Kommende B verabschiedet sich. Su-122S. Macht da die Lampe aus, sozusagen. Zwei Schüsse haben wir wieder drin, mit 360 Alpha-Schaden. Da jetzt rausfahren wäre gefährlich. Auch wenn es eine 122mm Kanone nur ist, tut es trotzdem weh. Lanzen-C ebenfalls gefährlich. Aktuell schwer zu sagen, wie wir das hier in den Griff kriegen wollen.
Hallo, yes. Bam. Raus. Und da ist noch einer raus. Großer Vorteil, wenn man zwei Schüsse im Magazin hat. Nur zwei Schüsse im Magazin hat, reicht wahrscheinlich ab und zu aus. Zwei Kills geholt, 1995 Schaden verabreicht und 1266 Schaden haben wir aufgeklärt. Punkte Panzerung brauche ich glaube ich nichts dazu sagen. Wer nur einen Panzer hat aus Trompetenblech, mehr als Waffenträger ist das Ganze hier nicht. Das ist einfach so. ISO oben. Kriegt von uns gleich einen Schuss. Bam, Nummer 1. Und dann noch gleich hinterher. Gibt es nicht irgendwie einen extra Orden dafür, dass man zwei oder dass man vier Fahrzeuge mit vier hintereinander folgenden Schüssen irgendwie ins Jenseits schickt? Gibt glaube ich irgendwie extra noch was da oben drauf. So, bleiben übrig zwei Artis, ein Aufklärer und ein Medium. Wir wissen nicht, wo irgendjemand ist. Denn die alte Position vom AMX zum Aufklärer, die ist nicht mehr zu sehen. Beziehungsweise steiler Waffenträger fährt daran vorbei. Hallo Artillerie, Treffer Nummer 1. Und wir laden gleich den nächsten Clip nach. Ohne jetzt den Schuss zu verbraten, ist einfach sicher, wenn man zwei Schüsse direkt drin hat, damit man sich gegen zwei Gegner wehren kann, denn es sind aktuell noch drei. Das ist leider so. Artillerie, hinter dir. Hallo. Gute Nacht. Jetzt müssen wir genau sein. Sonst tut er uns weh. Jawohl, keine Chance. Kill Nummer 7. 3216 Schaden. Fight like a girl. Das Ganze hier wieder mal dermaßen geil gerockt, dass ich, ja, ganz begeistert bin. Wie immer, natürlich. Wie immer. Das Mädel kann wirklich fahren. Nächste Beweisvideos gibt es mehr als genug. Jetzt holen wir uns den nächsten, achten Kill. Bradley Waters lässt grüßen. Bam, Tatsache. 8 Kills, 3439 Schaden verabreicht, 90 Schaden geblockt. Also es geht doch ein bisschen was. Hat man gerade gesehen, der Schuss vom 1357 ging in die Panzerung und 1266 Schaden haben wir aufgeklärt. Mal gucken, ob es dafür eine Auswertung gibt, die wir uns anschauen können. Gibt es! Eine Top Gun gibt es, ein High Kaliber gibt es, eine Pascucci-Medaille und eine Radley Walters. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass irgendwie was extra gibt. Firefax, Dual Lunge, Schläger, Hand of God, Spotter. Das Ganze ist nur ein Einser. Sie ist halt Top-Tier gewesen, aber BJ Boresk, Rock You Like a Hurricane. Rock You Like a Hurricane, jawohl. 1453 Base-XP reicht nur aus, um dann Einser drauf zu malen. Das M dürfte nicht weit entfernt sein. Weiß gar nicht, ob du auf dem Panzer schon ein M hast. Würde mich interessieren, wenn du das Video siehst, vielleicht mal kurz dazu schreiben. Und wir haben 20 Schüsse abgefeuert, 17 haben getroffen, 13 haben durchschlagen, haben über 300 Meter 1700 Schaden gemacht, oder 1773 Schaden, 3 Kilometer haben wir wieder mal auf den Kilometerstand geprügelt, 157.000 plus. Der Panzer ist zum Credits machen hervorragend geeignet, wenn man ihn fahren kann, wenn man eine gute Crew drauf hat. Hat man keine gute Crew drauf, macht der Panzer keinen Spaß. Hat man nicht das Können, mit dem Panzer halbwegs vernünftig umzufahren, fährt man jedes Mal irgendwie, man fährt nicht dem Schaden hinterher, aber man macht einfach keinen. Man haut einen Clip raus, zwei Schuss und dann geht man direkt in die Werkstatt, weil man sich rausnehmen lässt. So, etwas mehr als 8,5 Minuten hat das Ganze gedauert und war wieder ein Augenschmaus, dir zuzuschauen, wie du da einen Gegner nach dem anderen vernaschst, ohne ihn anzufassen. Oh, wildes Huhn. Ja, vielen Dank fürs Einsenden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, auch diesmal wieder draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und bleibt bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.